Sekiro Shadows Die Twice. Echte Helden sterben 22.000 Mal und das sind der Martin. Hallo! Und ich, der Michi. Wir spielen mit euch zusammen das neue Spiel der Dark Souls und Bloodborne-Macher From Software. Und wir freuen uns wie blöd, nachdem wir uns durch Bloodborne ganz neu kennengelernt haben. geht's jetzt weiter? Ich freue mich echt richtig doll jetzt. Und ich würde mich eigentlich nicht als From Software Fanboy bezeichnen, was mir aufgefallen ist, als ich auf dem Weg jetzt zu dir zur Aufnahme war. Ich habe in der Hosentasche ein Schlüsselanhänger, Dark Souls 3. Ja. Und ich habe, das ist wirklich Zufall, ja, ja. Ein Dark Souls T-Shirt an. Das ist gut, keine weiteren Fragen. Soll ich dir meine Dark Souls Unterhose eben zeigen? Nee, oder bitte, nicht, bitte nicht. Wir spielen die PC-Version von Sekiro Shadows Die Twice. Anders als Bloodborne gibt es das nämlich auch für Xbox und PlayStation 4 und eben auch PC. Und wir machen ein neues Spiel. Wir spielen es auf Deutsch. Das hat also auch deutsche Vertonung. Es gibt viel mehr zu gucken. Und jetzt gucken wir erstmal das Intro. Ich bin schon ganz gespannt. In den letzten Jahren der Sengoku-Ära wurde Japan von ewigen Kriegen erschüttert. Die Kriegsfeuer loderten. Selbst Ashina in den Bergen war vor den Flammen nicht gefeit. Zu beherrschen. Au. Ah. Dieser arme Straßenköter scheint verrückt zu sein. Sieh mal an. Verheißungsvoll. Kommst du mit mir, hungriger Wolf? An diesem Tag wurde ein junger Wolf vom Schlachtfeld gerettet. Er trainierte ohne Unterlass und wurde zu einem Meister-Shinobi. Hör zu, Wolf. Vergiss niemals die eisernen Regeln. Als dein Vater ist mein Wort absolut. Das Wort deines Herrn ist bestimmend. Von heute an ist er dein Herr. Verteidige ihn mit deinem Leben, wird er gefangen. Hol ihn zurück, was es auch koste. Verstanden, oder Wolf? Cool. Um die 20 Jahre nach Ishins Kuh stand Ashina kurz vor dem Zusammenbruch. Und der Shinobi, den man Wolf nannte, verlor alles. Den Vater, der ihn aufgenommen hatte, und den Jungen, den zu schützen er geschworen hatte.
Shinobi. Öffnet eure Augen. Zum Wohle eures Herrn. Das ist ja schon völlig anders. Hier wird man in so ein Spiel reingeschmissen und kriegt auf einmal Kontext. Was ist mit From Software kaputt? Was ist da denn los? Was haben wir denn hier geworfen bekommen? Einen dekorativen Brief. Ein Brief, der in den Brunnen geworfen wurde. Kuros Wolf, euer Schicksal erwartet euch im Mondblickturm. Entkommt aus dem Brunnen und findet den im Mondlicht getauchten Turm. Auch ohne Klinge könnt ihr ihn erreichen. Seid lautlos, seid aufmerksam. Der Mondblickturm. Na dann. Ihr merkt auch schon, man kann sich hier keinen Charakter erstellen. Man spielen, also alle spielen als der einarmige Wolf und der sieht dann immer gleich aus. Hat der überhaupt schon. Der hat noch beide Arme. Sagen, oder? Ja, doch, zweiarmige doch. Wolf. Da haben wir das Spiel schon gecheatet. Das sollst du ab. Er kann schwimmen? Anscheinend. Das ist ja. Nicht wenn nur knietiefes Wasser, man ersäuft sofort. Echt, ich dreh durch. Kann man da hochkraxeln, richtig? Also wir haben eben schon mal kurz reingespielt. Das macht man am Anfang immer, um den Sound einzustellen. Eigentlich geht's da hinten weiter. Aber hier ist ja irgendwas, da leuchtet's. Schauen wir mal. Also eigentlich geht's da hinten weiter, glaube ich. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Da wird ein bisschen die Steuerung jetzt erklärt. A, springen. Wir müssen echt richtig gut aufpassen am Anfang, was die ganzen Mechaniken angeht, weil das Spiel wohl so schwer sein soll. Das soll knackschwer sein, habe ich jetzt auch von mehreren Quellen schon gehört. Bin also mal auch gespannt. Kollegen, die totale Souls-Nerds sind, sagen, sie haben sich da echt schwer mitgetan. Wir lassen uns übrigens mal Martin spielen. Und ich halte mich jetzt erstmal vornehm zurück, damit man so ein bisschen in den Flow reinkommt, weil das war, was wir über Bloodborne gemerkt haben. Wenn man immer sich abwechselt, dann kommt man nicht so in den Flow. Kann man da runter, sich runterfallen lassen? Ja, das habe ich angefangen. Ist so. Glaube ich, dann komme ich ja wieder dahin, wo ich angefangen habe. Ja, wenn man jetzt immer abwechselnd eine Folge spielt, das ist bei diesen Spielen manchmal nicht so einfach. Deswegen vielleicht wechseln wir uns nachher mal irgendwie ab, aber ich würde zumindest jetzt mal diese erste Session so mal Martin spielen, damit. Ich nehme diese Bürde auf mich. Ja. So. Mit X an die Wand drücken. Muss ich das einmal drücken oder wie? Okay. Da steht immer so ein. Am Wandende um die Ecke schauen. Ja, da steht einer. Heimlichkeit. Bleib unentdeckt, indem du dich duckst und im Gebüsch versteckst oder dich unter den Boden bewegst. Du besitzt zurzeit kein Schwert, weiche Feinde mit Heimlichkeit aus und begib dich zum Mondblickturm. Wenn du kurz davor bist, entdeckt zu werden, erscheinen Warnsymbole über den Köpfen der Feinde. So, der Shinobi auf dem Grund des Brunnens. Wir haben ihn weder gefesselt noch angekettet. Macht sich niemand Gedanken deswegen? Ganz und gar nicht. Er ist unbewaffnet und hat seinen Lebenswillen verloren. Er ist bloß ein Feigling, der unserer Sorge unwürdig ist. Geduckt kann der Wolf in enge Räume kriechen, zum Beispiel unter dem Boden. Ja, zum Beispiel. Hieß der Wolf nicht so ein Rapper in den 90ern? So ein Deutschrapper? Ich kannte das bisher zum Glück nicht und ich würde es auch ganz gerne dabei belassen. Da. Aber bestimmt der Mondblickturm, oder? Das ist zumindest ein Turm, da ist der Mond. Man kann den Mond sehen, genau. Ja, top. Dann haben wir das ja geklärt. Wenn ich in den Abgrund fallen hier. Ocean. Pad. Tür des Mondblickturms. Du hast doch nachgesehen, ob sie verschlossen ist, oder? Sicher ist sie verschlossen, aber. Es hat niemand das Loch in der Mauer repariert. Was? Ach das. Mach dir deswegen keine Gedanken.
Das Loch führt zum Rand einer Klippe. Da kommt niemand durch. Das ist am Anfang natürlich ein bisschen spaßig mit dem Kontext gesagt. Es war wirklich so, ne? Ich glaube, in ganz Dark Souls 3 gab es gerade nicht so viele Hinweise und Kontext wie jetzt hier in den ersten zwei Minuten. Ist ja super. Also, es gibt irgendwie ein Loch anscheinend an der Seite des Turms. Ich sagen, was Neues? Nein. Du hast doch nachgesehen. Ah, da ist immer so ein Häkchen auch schon dran, wenn man es schon mal gehört hat, scheinbar. Aber es hat niemand das Loch in der Mauer repariert. Das Loch in der Mauer repariert. Da ist die Klippe. Ich denke, wir wahrscheinlich da lang gehen. Hängen geht auch. Ja, wie nah muss ich dran sein? Ich will nicht runterfallen jetzt. Okay. Ah, wie schön das schon wieder aussieht. Sagen ja ganz viele Leute, dass ihnen das Szenario nicht so zusagt. Ich finde das mega cool. Das Gespräch hatten wir auch in unserer Jahresvorschau. Ja. Wo ich schon meinte, dass das das Einzige ist, was mich so ein bisschen in der Vorfreude gehindert hat. Ja. Aber jetzt, wo es da ist, freue ich mich schon sehr. So, also A, springen, im Sprung X in Kantennähe, um sich daran festzuhalten. Na guck, ich bin hier schon der Meister. Das gibt ein richtiges Traversal auf einmal. Ja, das ist so, das war sonst immer so ein bisschen der Gegner, die Umgebung bei den Dark Souls Spielen, gerade bei den ersten. Da mal irgendwie so Sprünge machen, war immer so ein Abenteuer. Ja. Ich glaube, wenn es so eine Kante war, aber hier ist es ja richtig. Die wollen, dass man das macht. Aber du musst schon selber immer X drücken, um dich festzuhalten, oder? Also er hält sich ja nicht von selbst fest. Ja, wenn ich jetzt nur so springe, hält er sich nicht fest. Wenn ich ein X drücke, ja. Jemand? Da sitzt, ach, das ist sie, die uns den Brief geschrieben hat, oder? Vielleicht. Ich bin froh, dass du hier bist. Es ist lange her, Wolf. Ich werde euch befreien, mein Herr. Das ist ein Er. Also dann? Erhebe dein Haupt. Kusabi Maru, dein Schwert. Mein Shinobi. Im Rahmen des Bündnisses von Herr und Gefolgsmann stellst du dein Leben in meinen Dienst. Wie ihr wünscht. Kusabi Maru, ein Katana erhalten von Kuro, dem göttlichen Erben. Es ist ein Familienerbstück der Hirati-Familie, einem jüngeren Zweig Ashinas. Es galt einst als vergessen, ist dann jedoch in den Besitz des Wolfs zurückgekehrt. Der Name Kusabi Maru vermittelt, die Aufgabe eines Shinobi ist zu töten, doch selbst ein Shinobi darf nicht das Mitgefühl verlieren. Ein Mantra, das die Klinge selbst manifestieren kann. Okay. Warte noch, ob das irgendeine andere Bedeutung Treuer hat, Wolf, aber so heißt nur das Schwert verletzt? Hier. Ich habe etwas, das helfen könnte. Es ist eine besondere Kürbisflasche mit Heilwasser. Heile damit deine Wunden. Heilende Kürbisflasche. Eine Kürbisflasche mit Medizin, die Vitalität wiederherstellt. Rasten füllt die Kürbisflasche wieder auf. Hergestellt von einer Schülerin des herausragenden Doktors Dogen. Auch wenn es befremdlich wirkt, dass die Flasche sich von alleine auffüllt, liegt das Geheimnis vielleicht an den Samen im Inneren. Nun dann, warst du danach schwer verletzt? Danach? Wonach denn? Erinnerst du dich nicht an jene Nacht? Nein. Nein, wir reden später darüber. Jetzt müssen wir erst einmal aus der Ashina-Burg fliehen. Wie ihr wünscht. Unter der Brücke? Über dem Burggraben gibt es einen Geheimgang, der aus der Burg führt. Ishin-sama hat mir davon erzählt.
Finde diesen Geheimgang für mich. Wenn du ihn gefunden hast, dann pfeif auf einem Schilfrohr, wie du es früher einmal gemacht hast. Ich komme, sobald ich das Pfeifen höre. Schnellobjekte benutzen. Du kannst verschiedene Schnellobjekte durchblättern und je nach Situation verwenden. Wenn du zum Beispiel Schaden erlitten hast, kannst du mit der heilenden Kürbisflasche Vitalität wiederherstellen. Schnellobjekt benutzen nach oben, links und rechts Schnellobjekt durchblättern. Aber sonst ist hier unten rechts. Da ist noch nichts drin, du musst es erst ausrüsten wahrscheinlich. Genau. Ausrüstungsmenü Schnellobjekte. Im Ausrüstungsmenü kannst du deine aktuell ausgerüsteten Schnellobjekte wechseln. Für die 5 Plätze kannst du Schnellobjekte nach Bedarf ausrüsten und wechseln. So, wir können hier unten einmal die heilende Kürbisflasche reintun. Das ist dann quasi so wie die Dingsflask und das andere ist dann der White Dingsbums Sigil, dass man wieder zurück. Das ist eine Heim, genau, eine Homeward Bone. Zur letzten besuchten Figur des Bildhauers. Lassen wir mal jetzt da außen vor, so jetzt habe ich sie unten und mit nach oben kann ich das auffüllen. Noch relativ verletzt, ich denke mal unten links, das ist die HP-Anzeige. Ja. Wir nutzen mal die Kürbisflasche. Ja. Ja, guck an. Ja, aber hat nicht mal ganz gereicht. Nein, nur knapp zur Hälfte. Beschiss. Muss hier mal kurz um, das ist ja auch sehr gemütlich. Ja. Wie er hier lebt. Was außer, wenigstens hat aber viel zu lesen. Das ist so langweilig. Unter der Brücke. Über der finde den Geheim. Wenn du dort bist, ich komme. Nichts Neues zu erzählen. Dann schauen wir uns nochmal sorgfältig um. Bevor wir hier. Also man merkt sofort, das steuert sich sehr schnell und direkt. Ja. Und natürlich noch. Es war ja schon von Bloodborne, also von Dark Souls zu Bloodborne, war es ja schon ein deutlich schnelleres und direkteres Gameplay. Und das ist jetzt nochmal. Das ist noch eine ganz andere Kategorie hier. Kügelchen. Medizinische Kügelchen, die langsam Vitalität wiederherstellen. Ein geheimes Verfahren, das seit Generationen in diesen Ländern weitergegeben wird. Aufzeichnungen zufolge wird es seit langem in Kämpfen eingesetzt und führt zu einer berühmten Widerstandsfähigkeit der Ashina-Krieger. Ein Kästchen voller Kügelchen kann auch als Kampfamulett dienen. Okay. Nehmen wir gleich mit rein. Das ist dann quasi so ein Hot, der aber verbraucht. Genau, der heilt mich langsam. Wenn ich jetzt schon nutzen möchte, nicht, dass ich dann die verschwende und dann bin ich über 100% geheilt. Warten wir mal. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ich glaube, ich muss auch noch von vorne anfangen. Nicht, den, nicht die Kürbisflasche zu trinken, sondern die Kügelchen zu nehmen. Und fangen von vorne. Das geht so nicht. Aber nicht so unauffällig, wenn wir jetzt aus dem Turm kommen, oder? Na, jetzt hast du ja ein Schwert. So, stimmt. Na gut. Ja, na gut, das ist bestimmt okay, richtig. Okay, trotzdem mal geduckt, oder? Haltung und Todesschläge, das ist jetzt mega wichtig. Okay. Ein Shinobi will die Haltung seines Gegners durchbrechen, was zum Beispiel durch Angriffe möglich ist. Wenn die Haltung des Gegners durchbrochen ist, ist er für einen Shinobi-Todesschlag anfällig. Okay. Rechter Button Angriff, rechter Button bei durchbrochener Haltung Todesschlag. Okay, lernen wir erstmal das. Also rechter Button. Genau, Zielerfassung und so, das ist genau wie den anderen, oder? Ja, einfach mit dem rechten Stick drücken. Das müssen eben auch seine Hitpoints sein und jetzt. Oder kommt der andere auch dazu? Das ist schon ganz schön viel stylischer, ne? Ja. Kannst du damit linker Button irgendwie blocken? Ja, ne? Linker Button ist blocken, ja. Aber das hat mir das Tutorial noch nicht gesagt. Ja, also es muss wohl. Das, dieses Haltungssystem ist wohl die große Neuerung am Spiel und das und Parieren muss wohl das A und O sein. Das muss man sich echt verinnerlichen, weil man sonst relativ schnell in Tüdel kommt. Ja, wenn man das vorher schon gut konnte, war es auch nie verkehrt, aber gerade finde ich in den Dark Souls Spielen war das Risk-Reward-Ratio von Blocken so eine Sache. Also war oft Ausweichen besser. Ja, wobei der Vorteil hier jetzt ist, du wirst ja, soweit ich das verstanden habe, bis zum Ende des Spiels immer nur das gleiche Schwert haben. Das heißt, du musst das Timing vielleicht nicht ganz so das kann natürlich ändern. Sein. Parieren. Manchmal reichen Angriffe nicht zum Durchbrechen der Haltung des Feindes. Das Parieren feindlicher Angriffe durchbricht ihre Haltung ebenfalls. Ein erfahrener Shinobi erreicht durch den Wechsel von Parieren und Angreifen einen schnellen Sieg. LB bei feindlichen Treffer ist Parieren. So. Oh, das Timing geht das bestimmt nicht schief. Dann komm her, bring it, boy. Ja, genau. Ja, guck an! Ja, genau. Und das machst du jetzt einfach immer perfekt. Sehr gut. Das war ja super einfach. Ja, ich bin gespannt auf das Zeitfenster.
Zielerfassung. Wenn du dein Ziel erfasst und deinen Feind immer vor dir hältst, kannst du viel leichter angreifen, parieren und andere Kampfaktionen ausführen. Rechter Trigger, Ziel erfassen, freigeben. Rechter Stick bewegen, bei Zielerfassung Ziel wechseln. Also ich kann jetzt hier mit dem, wenn ich halt reindrücke, schalte ich hier mal den Fokus aus oder an. Ja. Man kann dann halt mit dem rechten Stick zwischen den Leuten wechseln. Ah, wenn die oben gelb heißt, die gucken noch, rot heißt, die haben nicht gesehen und weiß heißt, die wissen gar nichts. Okay. Geh mal oben lang, vielleicht. Das hat doch nicht jemand gesehen, oder? Da war eben so ein Anzeiger. Ja, da steht einer hinter der Tür. Hinter der Tür? Kannst du dich anschleichen und den von hinten abstechen? Weil der guckt ja schon so, ja. Guck. Da ist noch einer, ne? Oh, zu spät passiert. Das unten war so ist gerade deine Haltung. Achso, ich hatte ihn nicht richtig. Passiert. Vorsicht, schnell vorbei! Das ist tot! Ich wollte das Parieren üben. Hat nicht geklappt. Ja auch richtig. Also lieber jetzt üben als nachher. Lieber jetzt üben als nachher. Wie gleich rund. Wie stylisch das aussieht, ey. Das ist schon sehr cool, ja. Ja. Ange! Gibst du dein Gefühl, ist das Zeitfenster recht gnädig, oder? Ich bin noch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ja. Will mir jetzt rausfinden im weiteren Spielverlauf. Das sieht ja schon mal ganz gut aus, wie das macht. Das hat jetzt ganz gut geklappt gerade, das stimmt. Aber man muss schon durch das Tor. Der schöne Wagen. Wohin war es kein Skelett im Rad? Das stimmt. Die schlimmsten. Oh, Fucker, ey. Nein. Hä? Aber der ist irgendwie so ein Meisterkrieger. Das hätte mich eben schon besiegt. Ah, Meisterkrieger. Tschüss. Kann man denn eigentlich in dieser Phase des Gegenangriffs nochmal irgendwie andere Körperteile anvisieren oder so, weil da immer so ein roter Punkt ist, oder heißt es einfach nur jetzt, der nächste Schlag löst diesen Shinobis Kill aus? Ich glaube, es ist der Kill. Genau, und jetzt kommt das hier. Konterhieb. Ein Konterhieb kannst du parieren, wenn du direkt nach dem Parieren angreifst. Genau, so, das müssen wir die ganze Zeit schon machen. Jetzt geht es eben darum, drückt man noch nicht auf Schließen, ja. Du bist auch oben diese Böppel. Ja. Also über seine Energieleiste. Und soweit ich das verstanden habe, kannst du jetzt auf den einschlagen, solange du willst. Du musst den aber zweimal komplett aus der Verhaltung bringen und dann Shinobi striken. Genau. Okay, ich pariere halt. Ich muss halt praktisch erst parieren und dann. Das, was du die ganze Zeit schon machst. Ja, genau. Siehst du das oben? Jetzt hast du ihn schon fast. Wenn das ganz an den Ecken ist, dann ist deine Haltung kaputt. Es gibt halt auch keine Ausdauer mehr. Das ist theoretisch. Ja, genau. Siehst du, so ein Böppel weg? Mhm. Tullschlag gegen starke Feinde. Manche starke Feinde kannst du nur mit mehreren Todesschlägen besiegen. Die Anzahl der benötigten Todesschlägen wird von der roten Kreissymbol über der Vitalitätsanzeige des Feindes angezeigt. Jeder Todesschlag entfernt ein Symbol. Ja, das praktisch genau das, was du erzählt hast. Ja. Ist schöner. Schöner. Ja, komm, bring it, boy. Genau, seine Energielast ist wieder voll. Aber du hast den quasi schon eins weggenommen. Autsch. Das ist auch so ein bisschen gucken, wenn du zu viel blockst, dass dann gerätst du natürlich in den Tunnel. Sehr schön. Ja, die medizinischen Kügelchen bekommen. Wie geil er das Schwert so ausbringt immer. Einmal umgerührt, ey. Aber wie man dann genau... Hiermit? Handvoll Asche. Zu einem harten Klumpen zusammengepresste Asche. Wirf es auf Feinde, um sie kurzzeitig abzulenken. Okay.
nehmen wir doch mal hier mit rein. Könnte ja ganz hilfreich sein. Ja, aber wie man wann genau jetzt und... Also mit den Anzeigen habe ich, da habe ich noch gar keine Zeit gehabt, irgendwie drauf zu achten. Mhm. Weil ich halt mit den anderen Sachen beschäftigt bin. Mal gucken. Vom Prinzip her, ja, das Prinzip scheint klar. Ja. Wenn man es dann umsetzt, schauen wir mal. Ich hoffe, das ist so ein bisschen wie bei Metal Gear Rising, was ja, wenn man das Grundprinzip verstanden hat, auch voll Bock gemacht hat, das Kampfsystem. Mhm. Und wenn man das eben nicht verstanden hat, dann konnte man bis zu einem gewissen Punkt so rumblödeln und dann irgendwann mal halt einfach zu Ende. Und ich hoffe, dass das in dem Spiel auch so ist, weil ich habe es echt von vielen Leuten schon gehört, die das gespielt haben, dass sie sich echt schwer tun damit. Du kannst ja, glaube ich, an dem hochkraxeln, oder? An dem, genau, ich würde nur gucken, dass wir hier keinen, dass nicht den Schatz im ersten Level übersehen. Achso, dann noch einen festhalten. Die fest. Da kannst du lauschen. Oh, das lausch. Muss ich mal zurück, oder? Du kannst das einfach nach unten drücken. Digipad unten. Du kennst doch den geheimen Durchgang am Grund des Grabens unter der Brücke. Wir haben Befehl erhalten, ihn zu bewachen. Hm. Die Sicherheitsmaßnahmen werden immer strenger. Bald werden wir Krieg haben. Die Convenient Exposition Patrouille schlägt wieder zu. Was denn kann? Lieber nicht fallen lassen. Lieber nicht fallen lassen. Ist da so ein Tier? Ich weiß nicht, was das ist. Was? Kann ich es anvisieren? Ich kann es anvisieren. Was? Sind so ein Troll oder so? Vorsicht! Schnellobjekt. Das ist, wenn man sich wieder mal heilen kann. Ja. Was ist das für eine? Sehr komisch aus. Alter. Wir können mal. Ich nutze die Kügelchen, dann habe ich zwei. Dann kann ich mich jetzt langsam heilen. Ich brauche es ja nicht sofort. Kann ich mich jetzt hier hängen lassen. Lass dich nicht hängen. Gibt es ein Objekt? Weißt du kriegst da Fallschaden? Ich glaube, die Höhe geht noch. Ja. Irgendwann wahrscheinlich schon. Ich glaube, es gibt gar keinen Fallschaden. Ich glaube, ich habe das mal gelesen. Also da wahrscheinlich schon, aber... Habe ich jetzt hier die Asche? Was ist das da? Die Tür. Kann ich hier hoch? Nicht so aus, oder? Die Kanten, wenn man sich so festhalten kann, sehen auch wahrscheinlich nochmal so ein bisschen extra gekennzeichnet aus. Eben zum weißen Rand, ne? Wie es da hinten war. Kann sein, dass das hier nur One-Way ist. Gut. Ja. Garantiert alle Schätze im ersten Level vergessen. Im göttlichen Erben. Oh, du hast es gefunden. Dann lass uns jetzt gehen. Ja, mein Herr. Zu denken, dass der einzige Weg, meiner Blutlinie zu entkommen, die Flucht davor ist. Wohin sollen wir gehen, wenn wir aus der Burg geflohen sind? Zunächst sollten wir wohl die Ashina-Grenze überqueren. Oder uns vielleicht irgendwo verstecken. Was meinst du? Was immer ihr wünscht. Was immer ich wünsche? Das ist der Wolf, den ich kenne. Kurosama. Ach, nichts. Nur Erinnerungen. Dann los. Und los. Uro ist doch der, bei Gameswelt arbeitet. Der ist so ein From-Software-kindlicher Kaiser. Das wusste ich gar nicht. Oh, sieht aus wie das Finale gegen German. Ja. Oder das, wo Snake Boss umgebracht hat. Das habe ich nicht gespielt. Aber das nimmt wirklich ein bisschen an das Finale von Bloodborne. Der göttliche Erbe. Wir sahen uns zuletzt am Grab eures Onkels. Genichiro-sama.
ich... Danke. Überlass das mir. Cool, ey. Der edle Shinobi steht uns also im Weg. Du stehst vor Inichi. Boah. Alter. Fuck, ey. Boah. So, mal davon. Ich frage mich, was man irgendwie machen kann, um seine Haltung schneller wieder hinzukriegen. Jetzt ist es jetzt. Ja, das hat nicht viel gebracht. Was heißt denn das? Heißt das Ausweichen? Ich glaube ja. Au! Alter, Verwalter. Sollte das so? Weiß ich nicht. Ich glaube, das sollte so. Ah, okay, vielleicht. Ich habe natürlich, ich verbrauche meinen ganzen Consumables. Aber ich glaube, das. Dann weiß er, dass er den Arm verliert. Ich glaube, das muss so sein. Oh, so cool, ey. Mehr hat mir ein Shinobi nicht zu bieten? Der göttliche Erbe kommt mit mir. Auch gleich schon so einen fiesen Lakaien mit am Start. Damals übrigens Anrede für sehr hohe Persönlichkeiten und Gottheiten. Quasi nur so ein Zusatz. Damit ihr auch noch ein bisschen was über Japan lernt. Was ist das? Du bist also wach. Der Tod scheint nicht dein Schicksal zu sein. Noch nicht. Shinobi-Prothese, der künstliche Arm eines Shinobi, der vom Bildhauer weitergegeben wurde. Eine Nachbildung eines menschlichen Arms mit einer Fülle von Mechanismen. Sie wurde speziell für Modifikationen und Anpassungen entworfen. Trotz einiger Kratzer sowie Blut- und Ölflecken ist sie in tadellosem Zustand. Wo kommen die denn schon her? Ich glaube, der ist nicht ganz neu. Ja, das soll soweit gewesen sein von der ersten Episode zu Sekiro. Wir spielen in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.